Wir feiern groß mit 100 ehemaligen aktuellen Teilnehmern, mit Tutoren, mit Eltern der Schüler, der ehemaligen, der derzeitigen Teilnehmer und wollen 10 Jahre Voltaire-Programm feiern. Ein Programm, das es den Schülern ermöglicht, 6 Monate ins Nachbarland zu gehen und nach den 6 Monaten den Austauschpartner nochmal 6 Monate zu sich zurückzuholen. Wir wollen natürlich auch das Programm weiterentwickeln und werden deswegen in einer ganzen Reihe von Workshops mit den jungen Menschen, mit den Eltern, mit den Tutoren arbeiten. Die Eltern beschäftigen sich mit der Frage, wie kann ich den Austauschpartner bei mir möglichst gut integrieren. Die Tutoren beschäftigen sich auch mit der Frage, was passiert nach dem Austausch. Also in einer ganzen Reihe von Workshops wird auch zur Zukunft des Programms gearbeitet. Je me suis dit que c'était quelque chose à avoir fait dans sa vie, que ça apportait la langue, ça apportait la culture, ça ouvrait sur le monde et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Ich habe einfach mehr Mut bekommen zu sprechen, ohne groß nachzudenken. Mache ich jetzt einen Fehler, mache ich jetzt keinen Fehler? Ich habe dann auch danach, als ich in Deutschland war, Leistungskurs genommen und habe dann nach dem Voltaire-Programm auch weiter Französisch studiert. Und ich glaube nicht, dass ich ohne dieses halbe Jahr Französisch überhaupt genommen worden wäre bei dem Studiengang. Ich denke, dass das Voltaire-Programm so eine Art Startpunkt war, der auf jeden Fall mein weiteres Leben schon sehr stark bestimmt hat. Vous avez des jeunes qui ont là entre 15 et 16 ans, qui vont rencontrer des jeunes qui ont entre 8 ans et 10 ans de plus, donc qui peuvent leur dire, voilà moi, à travers les 6 ou 7 ou 8 ou 10 années qui viennent de s'écouler, je sens encore les effets du programme. Donc ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que, surtout pour ceux qui sont dans une phase peut-être un peu creuse hein, du programme à un moment où on a un peu le cafard, où sa famille manque, où on a l'impression de se sentir seul parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Donc c'est important qu'il y ait un regard, un miroir, quelqu'un qui leur dise « ça vaut le coup, regarde-moi encore aujourd'hui, des années après, je peux toucher du doigt ce que ça m'a apporté. » Bon, j'ai toujours aimé beaucoup l'Allemagne depuis le collège, donc je l'ai confirmé dans mon cursus en faisant un prêt à Sciences Po, un master en relations internationales, donc je pense qu'effectivement l'expérience Voltaire a bien marqué ce tropisme européen ou international dans mon cursus, évidemment. Ouais. Das Voltaire-Programm hat sicherlich ganz viel geöffnet für meine Kinder. Hauptsächlich würde ich sagen, dass sich selbstverständlich in Europa bewegen können. Mon garçon, deux ans après son bac, a été faire un stage pratique en informatique dans une des familles allemandes que nous connaissions. Donc un stage à l'étranger, c'est un plus. Quant à la deuxième qui vient d'avoir son bac, eh bien, elle va s'inscrire à l'université allemande, à la Freie Uni, en sciences politiques. Et donc ça sera en allemand. Donc je pense que les bénéfices du programme Voltaire, ils sont tout de suite trouvés. Es ist ja nicht einfach nur, dass man eine Sprache lernt. Das hängt ja viel, viel mehr daran. Ich sage eigentlich auch den Schülern immer und auch gerade den Eltern, dass sie sich gerade auch als Persönlichkeit sehr viel weiterentwickeln werden. Und das habe ich also mehrmals erlebt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Schüler, der war wirklich sehr, sehr ängstlich und zurückhaltend. Und der hat sich durch dieses halbe Jahr wirklich eine Menge an Selbstbewusstsein auch erarbeitet. Und das ist wirklich fantastisch gewesen, das zu sehen. Ce que nos élèves ont rapporté de leur expérience en Allemagne, eh bien, une maturité accrue, ça c'est certain. Une connaissance et un respect accru aussi d'autrui. Un mieux-être personnel. Je crois aussi que ça a changé leur vie tout simplement. Et ça c'est ce que beaucoup m'ont dit quand je les ai revus 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, que c'était peut-être le plus beau moment qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Ich habe gemerkt, dass Grenzen und Sprachen keine Hindernisse sind für Menschen, dass wir alle eine große Familie sind, die auch zusammenhalten muss. Wir müssen kooperieren, wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn wir Probleme haben. Und das ist eine Perspektive, die ich ohne Voltaire vielleicht nie so erfahren hätte. Je voudrais remercier tous les partenaires de l'OFAGE dans ce programme, le ministère de l'Éducation nationale,
la Kultusministerkonferenz, le Pädagogische Austauschdienst, la Direction des Relations Internationales dans les académies et pour finir, bien sûr, le Centre français de Berlin qui nous aide à mettre en relation les participants avec les familles d'accueil.